Herzlich willkommen zurück hier auf den Sedura YouTube-Kanal deiner Online-MPU-Vorbereitung hier im Internet. Heute in diesem Video geht es darum, wie du deinen Führerschein länger behalten kannst, wenn du aufgefallen bist mit einer Fristverlängerung. Ich meine, jeder kennt es, der irgendwie mal Scheiße gebaut hat, entweder im Straßenverkehr mit Alkohol, Drogen, Punkten, Straftaten oder vielleicht, weil er einfach hochgenommen worden ist, weil er beim Dealen, beim Handeltreiben erwischt worden ist. Dann kommt nämlich irgendwann nach dieser Straftat oder den Straftaten Wochen bis mehrere Monate, teilweise sogar bis zu einem Jahr erst später ein Schreiben von der Führerscheinstelle. Und bei Cannabis-Ersttätern ist es immer so, dass du dann ein Schreiben bekommst, wo da steht, ey, sie sind aufgefahren mit Cannabis, sie haben jetzt Zeit, in den nächsten 3 Monaten hier ein bestandenes MPU-Gutachten abzugeben. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Führerschein nach diesen 3 Monaten dann eingezogen. Problem ist einfach nur, dass viele erst dann auch überhaupt tätig werden und sagen, oh, jetzt muss ich was machen, diese MPU, keine Ahnung, was geht da ab? Und wenn du dann erst tätig wirst, ist es sehr, sehr schwierig. Es ist aber auch so, dass wir diese Frist verlängern können mit einer Fristverlängerung. Die bekommst du bei uns als Vorbereiter, aber auch bei deinen Vorbereitern oder generell bei Vorbereitern. Das ist immer machbar. Aber du musst natürlich bei einer Vorbereitung erstmal sein und dann hast du Chancen, dass die Frist verlängert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber dann ziemlich gering. Das heißt, Beispiel, du bekommst jetzt das Schreiben, wo du die Frist hast von 3 Monaten und du sagst jetzt der Führerscheinstelle ein paar Tage nachdem du das Schreiben bekommen hast, ich würde die Frist gerne verlängern bis auf 6 oder 7 Monate. Dann werden die sehr, sehr wahrscheinlich sagen, nö, machen wir nicht, weil sie sind jetzt erst tätig geworden, nachdem wir tätig geworden sind. Dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Eine Wahrscheinlichkeit ist immer noch da. Es ist eine Ermessenssache des Sachbearbeiters, aber es ist zu 90-95%, so dass sie die Frist nicht verlängern. Wenn du aber Scheiße gebaut hast in der Vergangenheit und du danach schon angefangen hast mit einer eventuellen Abstinenz und im besten Fall einer Beratung, einer Vorbereitung, egal wo, dann kannst du das Ganze auch belegen. Das möchte ich dir einmal zeigen, damit dass du es besser verstehst. Wenn du beispielsweise, das ist hier der Zeitstrahl, hier bist du geboren, hier bist du das Baby, ganz simpel, das ist der Zeitstrahl, das ist jetzt hier der Tag heute, wo du dir dieses Video auf dein Handy anschaust oder auf deinen Laptop und du aber beispielsweise, es ist egal, ob du hier 20 Jahre alt bist oder da, das ist, soll einfach nur zur Darstellung hier einmal so sein, wenn du hier Scheiße gebaut hast, irgendwas, was dazu führt, dass du hier irgendwann diese MPU-Anordnung bekommst, MPU, dann ist es im Grunde so, dass du, wenn du jetzt hier ab diesem Moment sagst, hey, ich will eine Fristverlängerung, nicht das Fahrrad, sondern eine Fristverlängerung, dann sehen die ja, dass du im Prinzip von hier bis hier gar nicht tätig geworden bist. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Wenn du aber nach dieser Auffälligkeit direkt hier anfängst, ein paar Tage oder ein paar Wochen Puffer, eventuell wegen Abbruchzeiten, hier anfängst mit einem Abstinenzvertrag, Abstinenz, und zeitgleich hier irgendwann hier in diesem Zeitraum auch eine Vorbereitung besuchst, dann wäre es nämlich so, dass du alles belegen kannst. Das heißt, du hast hier einen Abstinenzvertrag, ein Dokument, und du hast von der Vorbereitung ein Dokument, dass du dich schon frühzeitig um diese ganze Sache gekümmert hast. Und wenn dann Wochen, Monate oder ein Jahr später dieses Schreiben von der Führerscheinstelle kommt, die Verwaltung in Deutschland ist halt einfach ziemlich lange. Wenn dann dieses Schreiben kommt, dann kannst du belegen, durch diese eine Kopie deines Abstinenzvertrages und eine Kopie deiner Vorbereitung, dass du deine Vorbereitung machst und der Fristverlängerung, quasi das Dokument, wenn du dann alle 3 Dokumente zeitgleich zur Führerscheinstelle sendest, dann sehen die erstens, dass du ganz frühzeitig schon wirklich angefangen hast, aus eigenem Antrieb her, nicht weil die das sagen, sondern weil du es als richtig empfunden hast, du eine Abstinenz nachgewiesen hast, die auch durch die Abstinenz sehen, dass du ergo keine Gefahr mehr aktuell darstellst im Straßenverkehr, weil du abstinent bist und du dann die Fristverlängerung einreichst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Frist, die sie dir bis hier beispielsweise gegeben haben, jetzt verlängern bis hier oder bis hier, je nachdem, wie viel du brauchst und was realistisch ist. Das kann man natürlich in einer Einzelberatung dann am besten abklären, aber dann wird es verlängert und dann hast du diese Zeit hier, um deine eventuelle Abstinenz und um deine eventuelle Abstinenz fortzuführen auf ganze 6 oder 12 Monate, je nachdem, wann dieses Schreiben kommt, und deine MPU-Beratung auch komplett abzuschließen. Und dann könntest du auch hier irgendwo zur MPU gehen, bekommst hier gegen Ende der Frist das Gutachten, gibst es ab und dann ist die Führerscheinstelle quasi
abgeklärt, dann sagen die, okay, machen in Zukunft nicht nochmal so einen Scheiß. Und dann hast du zwar eine Auffälligkeit mal irgendwann begangen, hast auch Führerscheinprobleme bekommen, hast auch eine MPU gemacht, aber hast deinen Führerschein in dieser ganzen Zeit nie abgegeben. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade für die Menschen, die auf den Führerschein angewiesen sind, wegen beruflichen Gründen, Selbstständigkeit etc. pp. Und deswegen ist es wichtig, immer schon hier in diesen kurz nach der Auffälligkeit wirklich tätig zu werden, dich wirklich dazu beraten zu lassen, Abstinenz nachzuweisen, damit sie hier diese Frist dann auch quasi, damit sie das hier auch bewilligen. Beispielsweise, du machst es nicht und du hast jetzt eine Frist bekommen, die bis hier geht und du jetzt hier mit allen tätig wirst, dann wirst du die Frist nicht einhalten können, wirst spätestens hier den Führerschein verlieren, müsstest dann, wenn du hier mit der Abstinenz regulär fertig wärst, müsstest du auch wieder einen Antrag auf Neuerteilung stellen. Das würde auch wieder, je nach Bundesland, 1 bis 3 Monate dauern. Und dann würdest du irgendwann hier die MPU machen können und würdest hier den Führerschein final zurückbekommen. Hättest aber brutto gesamt diesen Zeitraum, was 6 Monate oder auch 12 Monate sein könnten, gar keinen Führerschein. Und wenn du dann deine berufliche Existenz verlierst, dann war es das mit dir. Dann kannst du auch die MPU wahrscheinlich nicht antreten, weil du einfach kein Geld dafür hast. Kein Geld, keine Zeit, keine Nerven. Und dann ist es ziemlich blöd. Es ist ein komplett komplexer Prozess. Es ist nur wichtig, dass du verstehst, dass die Führerscheinstelle, dass da auch einfach nur ein ganz normaler Mensch sitzt, wie du und ich auch, die diesen Beruf gerne machen und die jetzt feststellen, okay, da ist jemand, der hat Scheiße gebaut, aber ich sehe durch diese ganzen Dokumente, der mir hier einreicht, er ist nicht mehr am Trinken oder nimmt keine Drogen mehr, hat sich wirklich frühzeitig um die Vorbereitung gekümmert und okay, dir gewähre ich die Frist einfach, weil ich gemerkt habe, durch dein Handeln, was du in der Vergangenheit gemacht hast, dass du es ernst meinst und ich dir auch diese Chance gebe. Wenn du aber das hier alles nicht hast und sagst, du, jetzt will ich eine Fristverlängerung, weil sonst schaffe ich es nicht, dann ist dir das scheißegal, weil sie denkt, ja, hast du einfach Pech, sollst keine Scheiße machen. So ticken die dann und dann verlängern die keine Frist, aber du bist am Ende der Gearschte, ja, der das ausbaden muss und eventuell den Beruf verliert oder die ganze Existenz sogar verliert oder auch Familie verliert. Hatten wir alles schon ja, ziemlich oft gehabt, leider Gottes. Das heißt, wenn du dazu Fragen hast, wenn du einfach mal wissen möchtest, wie bei uns die Beratung aussieht, wie wir genau aufklären, wie dieses Thema MPU funktioniert mit den Fristen, mit den Amtsgängen, dann hast du einfach die Möglichkeit jetzt, dass du ein komplett kostenloses MPU-Beratungsgespräch mal anforderst. Alles, was du dazu tun musst, um mit mir persönlich zu sprechen, ist einfach, dass du auf www.sedura-mpu.de gehst. Diesen Link dazu findest du auch hier in dieser Videobeschreibung. Einfach kurz drauf tippen, dann wirst du weitergeleitet, dann kannst du dich eintragen zu einem komplett kostenlosen Erstgespräch und dann kläre ich alles weitere mit dir direkt persönlich über eine Videotelefonie und dann hast du erstmal wieder eine klare Sicht und einfach auch wieder Hoffnung, dass du das Thema super ja, meisterst und dadurch keinen Totalschaden erleidest. Deswegen trag dich kurz ein, sedura-mpu.de. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich bald persönlich mal begrüßen kann und dir bei deiner ja, verzwickten Situation einfach weiterhelfen kann. Das meiste, was mir an Sedura tatsächlich gefallen hat, war einfach die Kompetenz. Es war mir einfach, ich fand es einfach super, mit den Leuten zu sprechen. Ich hatte immer einen Ansprechpartner und ich habe mich einfach wohl gefühlt und auch gut und auch sehr gut betreut und auch behandelt gefühlt.